Okay, Freunde, wenn ich jetzt keinen Fehler mache, werde ich anhand eines einfachen musikalischen Sachverhalts ganz schön krasse Dinge entscheiden. Was meine ich wohl? Ich weiß nicht, wer von euch meinen Hochlad von gestern gesehen hat. Also eigentlich ist es der Hochlad von ein paar Minuten, aber ihr checkt schon. Ich kann nicht unendlich Hochlads machen, also kommt dieser Hochlad eben erst morgen raus für mich. Und dann reden wir wieder vom Gleichen. Also gestern habe ich Spider-Man hochgeladen und ich habe jetzt einfach nur die Geschwindigkeit langsamer gemacht und schon ist es Batman. Jetzt ist die Frage, ist Batman nicht so schnell wie Spider-Man? Hat Batman nicht so viel Text? Dauert Batman kürzer oder ich habe nicht auf die Uhr geguckt? Ja, Jungs, dann habt ihr noch eventuell bemerkt, wie ich diverse Sachen wie diesen alles hängt zusammen. Weiß ich doch jetzt nicht, wie physikalisch-spirituelle Härte das ist. Aber zumindest musikalisch kann man sehr viel verbinden. Nun, ich wollte nur großtönig rumlabern. Kleines Stilmittel von mir. Der Humor ist unergründlich. Ja, und ansonsten stimmt das schon. Irgendwie, gestern hätte ich lieber Chips gegessen. Also vorgestern aus eurer Zeitrechnung, anstatt die Hochlads zu machen. Aber ich kriege natürlich immer tollere Reaktionen von euch. Was heißt natürlich? Das ist nicht selbstverständlich. Das freut mein Herz sehr schwer. Sehr, 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 sehr extrem. Und da will ich natürlich am Ball bleiben. Aber aus Erfahrung kenne ich auch, wenn ich den Spaß beim Musizieren nicht vorn anstelle, dann kann er eventuell flöten gehen. Auch wenn es ein Saxophon ist, was aussieht wie eine Klarinette. Sporan-Saxophon habe ich letztens gelernt. One Love, Habibi. Und ja, muss ich aufpassen. Oder sonst macht es mir eben keinen Spaß mehr. Ist ja auch okay. Mache ich eben wieder weiter aufräumen, wie mir B-Meister oder solche Menschen empfehlen. Habe ich noch Zeit? Ein bisschen habe ich noch. Kriege ich auch noch rum. Ja, man soll ja keine Agenda pushen und so. Und ich weiß nicht, ob es Agenda ist, wenn ich davon rede, dass es großartige Tools und Menschen gibt, die einen in die Freiheit bringen. Ich rede nicht von Gurus, ich rede von menschzentrierten Konzepten. Da bin ich auf ein paar gestoßen. Oder stoß immer mehr drauf im Dunstkreis von Öff. Ja, und das ist spannend, weil ich da irgendwelche Vorurteile habe. Aber kann ich mir beim nächsten Mal zu machen. One Love.